Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Figure Review. Dieses Mal mit der Elite Serie 24 The Miz. Hier die Verpackung. Ganz, ganz neue Serie. Frisch rausgekommen aus Amerika. The Miz mit Entrance Jacket. Hier, das zeige ich gleich nochmal ausgepackt. Ganz normale Elite Collection. So wie man das kennt. Hier The Miz mit einem kleinen Lächeln. Hier also die Rückseite. Wenn ihr das alles lesen wollt, dann könnt ihr gerne Pause drücken. Das sind die Leute, die noch in der Serie sind. Rey Mysterio, Dolph Ziggler, Ryback, Wade Barrett und Trish Stratus. Hier auch auf der anderen Seite nicht viel mehr zu sehen. Und auspacken. So, das ist der Gute jetzt ausgepackt. Hier also The Miz mit grauen Design auf der Hose, beziehungsweise eine graue Hose mit natürlich dem klassischen The Miz Logo, was einfach bloß das WWE Logo umgedreht ist. Hier noch ein paar extra Designs auf dem Schlupper, also ganz cool. Dann hier neues Face Scan, was richtig gut ist. Falls meine Kamera das mal etwas schärfer macht, genau hier, was wie ich finde, die beste The Miz-Figur ist, die gerade draußen ist. Schön mit Bartansatz, schön die Haare gemacht, extrem Hammer. Der ganze, diese Jacke, die er hier noch anhat, ist übelst detailliert. Wie ihr hier schon seht, mit den ganzen silbernen Designs, ist echt richtig, richtig gut. Geht auch bis zu den Beinen. Hier hat er auch grau-weiße Boots an, schwarze Boots, ja, ein bisschen schwarze Sonne dabei, also echt cooles, awesome Design, was man hier sieht, richtig, richtig cool gemacht, dann hier die Rückseite, auch nochmal mit dem The Miz Logo und die Rückseite der Jacke ist natürlich hier auch extrem cool und hier ist sogar, ich hoffe man sieht's, so ein Be Miz Logo noch mit auf der Jacke eingezeichnet, also richtig, richtig detailreich, hier mit hochgestellten Kragen, extrem Hammer. Diese Figur kann ich echt nur empfehlen. Ich finde die so gut. Ich würde dem jetzt zwar auch noch die Jacke ausziehen, aber ich bezweifle, dass ich die wieder ankriege, weil die doch relativ hart ist. Also ich könnte ihm jetzt hier nicht mal die Arme nach vorne biegen. Das geht nicht, da muss ich ihn erst die Jacke ausziehen. Und wenn ich das jetzt tue, dann glaube ich, kriege ich die Jacke nie wieder an und das wollen wir ja nicht. Deshalb belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Ich kann euch nur empfehlen, diese The Miz Figur ist echt richtig, richtig gut. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, bestellt euch die. Die muss in eurer Sammlung unbedingt dabei sein. Und ja, nächstes Mal gibt's mehr. Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, obwohl, nee, das bringt nur den Leuten, die dafür Geld nehmen. Mir egal, Daumen hoch, Daumen runter, mir völlig Bockwurst, Hauptsache, ihr abonniert mich und verfolgt weiterhin den Quatsch, den ich hier mache. Die nächste Figur wird auch aus der Serie 24 sein, also freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal.